und in die Science-Fiction-Literatur, in den modernen. Im Jahr 2025 kehrt der Mensch zum Mond zurück, um die Energieprobleme unseres Planeten zu lösen. Konzerngiganten Orly Enterprises haben die Raumfahrt revolutioniert. In einem erbitterten Kopf-an-Kopf-Rennen versuchen Amerikaner und Chinesen, leider sind Russen hier nicht dabei, tut mir leid, ich habe den Roman nicht geschrieben, auf dem Trabanten, also auf dem Mond, ihre Einflussgebiete abzustecken. Das ist der Inhalt des zurzeit bekanntesten Romans von Frank Schätzing. Sie sehen dort oben auch, dass wir uns auf seiner Seite befinden. Er gilt, Frank Schätzing, im Moment als der bekannteste deutsche Science-Fiction-Autor. Ja, vielleicht haben Sie schon von ihm gehört. Wir schauen mal in das Gesicht. Des Autors, der auch immer etwas alternativ auftritt, ja, also und um seinen Auftritt gibt es immer große Wirbel, ja, also wenn er auftritt, sind viele Leute um ihn herum. Er ist selbst in Köln geboren, studierte Kommunikationswissenschaft, war Geschäftsführer einer Werbeagentur. Das ist auch so klassisch, dass also bei allen deutschen Schriftstellern die Wege nicht geradlinig waren, ja, wie das beim Schreiben so ist. Ja. Erst kam ein Studium, dann mit der Zeit hat sich erst diese schriftstellerische Laufbahn entwickelt. Bis auf einige Ausnahmen natürlich. Er begann historische Romane zu schreiben und wechselte dann in die Krimi- und Science-Fiction-Literatur und hat auch mit seinem größten Erfolg bisher, was mit Limit auch so ein großer Erfolg wird, steht noch ein bisschen auf der Kippe. Ja? Mit seinem größten Erfolg der Schwarm den deutschen Krimi- und Science-Fiction-Preis bekommen. Wir schauen kurz, hier gibt es einige Auszüge, ja, aus Werken von ihm. Er hat ausschließlich Romane geschrieben. Und es ist sowieso so, dass die in Deutschland die Kriminalautoren, Science-Fiction-Autoren und historischen Romanautoren sind so die Vielschreiber unter den deutschen Autoren. Ja? Das sind wirklich nur Auszüge aus seiner Liste der Werke, aus seiner Werkliste. Hier in diesem Buch Der Schwarm, was ich schon angesprochen hatte, geht es darum, dass eine unbekannte, intelligente Lebensform aus der Tiefsee die Lebensgrundlagen der Menschheit bedroht. Ja? Also es ist so immer das Thema, also er ist jetzt von unten aus der Tiefsee auf den Mond gekommen, ja? Aber es geht immer um die Bedrohung der Beziehungen und der Existenz der Menschheit. Der Roman Der Schwarm soll auch 2011 verfilmt werden.
Und zwar das Drehbuch verfasst im Moment Ted Telly, der auch das Drehbuch zu Das Schweigen der Lämmer. Sagt Ihnen etwas, ja? Machani Yagnani, ja? Genau, auch verfasst hat. Also er zu diesem Roman Der Schwarm verfasst auch Ted Telly das Drehbuch. Jetzt schauen wir mal, an welcher Stelle der besten Liste sich inzwischen der Roman befindet. Wir befinden uns jetzt auf der Bestsellerliste des Spiegels. Haben Sie hier davon gehört? Ja? Aktuell ist er etwas nach unten gefallen. Und zwar, ich glaube, hier haben wir ihn, ja, Platz 23. Generell ist es so natürlich, dass Krimi-Autoren